Hallo, ich bin die Lina. Willkommen in meiner Rezeptewelt. Heute möchte ich dir mein Rezept für ein leckeres Kartoffelbrot zeigen. Und gleichzeitig möchte ich heute mein Gärkörbchen einweihen. Ein Gärkörbchen ist so ein, so eine Schale aus Holz, die man zum Gehen des Teiges verwendet. Das gibt dem Brot dann auch ein total schönes Muster. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie mein Brot nachher aussehen wird. Wenn du das auch nicht verpassen möchtest, dann bleib doch dran. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Zur Vorbereitung des Teiges habe ich hier schon mal zwei mittelgroße Kartoffeln. Die schäle ich, schneide sie in kleinere Stücke und koche sie weich. Wenn das dann erledigt ist und die gekochten Kartoffeln schon abgekühlt sind, nehme ich etwas vom abgemessenen Wasser, das dann auch in den Teig kommt, und gebe es zu den Kartoffeln und püriere die Kartoffeln ganz, ganz fein, dass keinerlei Klümpchen mehr zu sehen sind. Also es ist eine richtig homogene Masse. Dann brauchen wir ein klein wenig frische Hefe. Ich gebe ein bisschen Wasser von unserem abgemessenen Wasser dazu und rühre so lange, bis die Hefe sich aufgelöst hat. In eine große Schüssel kommt dann Dinkelmehl hinein, Vollkorndinkelmehl und Salz. Und jetzt kommt das restliche Wasser noch dazu und die vorbereitete Kartoffelmasse. Und die aufgelöste Hefe. Ich habe alle Zutaten dann erstmal mit dem Handrührgerät verrührt, habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass es mit einem Löffel wahrscheinlich einfacher gehen würde. Da der Teig ja doch sehr klebrig ist, der muss auch so sein, damit er dann auch wirklich beim Backen schön aufgeht und richtig schöne Blasen wirft. Also ja, der ist wirklich nicht besonders fest. Dann habe ich ihn abgedeckt und für circa 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen. Und am nächsten Tag habe ich mir erstmal das Gärkörbchen hergenommen und habe es richtig schön mit Mehl eingestäubt. Also das ist auch wichtig, damit dieser klebrige Teig da nicht haften bleibt und man den Teig auch gut dann wieder aus diesem Gärkörbchen rausbekommt. Ich habe dann die Arbeitsfläche mit Mehl bestäubt und habe den Teig, den ich am Vortag vorbereitet habe, da drauf gegeben. Und er ist wirklich sehr klebrig, deswegen habe ich hier eine Teigkarte und ich schlage ihn immer von außen nach innen so ein und knete ihn dadurch quasi. Und gebe immer wieder Mehl dazu, bis ich ihn dann auch mit den Händen ein bisschen kneten kann. Genau, also das sollte ungefähr so 5 Minuten gehen, dass man ihn richtig schön bearbeitet. Dann habe ich ihn ins Gärkörbchen reingelegt, auch nochmal die Oberfläche mit ein bisschen Mehl bestäubt. Und ja, dann lässt man das Ganze nochmal für eine Stunde abgedeckt ruhen, damit der Teig dann nochmal aufgehen kann. So, und nun kommt der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Nee, also ich bin wirklich gespannt, ob ich das Brot unversehrt aus dem Gärkörbchen bekomme. Ich habe jetzt hier schon die Form vorgeheizt. Also die ist richtig heiß. Und jetzt versuche ich, das da rein zu stürzen. Okay. Also schauen wir mal. Das hat soweit relativ gut geklappt. Und jetzt schiebe ich das wieder rein, mache es zu und drehe es von 250 Grad auf 220 runter. Ach so, ich habe noch vergessen, hier den Deckel drauf zu machen. Der kommt.
kommt natürlich auch noch drauf. Und 30 Minuten Wartezeit. Dann schauen wir weiter. So, 30 Minuten sind jetzt um. Jetzt muss der Deckel runter. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt unter dem Deckel aussieht. Oh, wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so riesig wird und so gut aufgeht. Wahnsinn. Tja, meine Verwunderung war hier groß. Das war nämlich nicht nur das erste Mal, dass ich das Gärkörbchen verwendet habe, sondern das war auch das erste Mal, dass ich das Brot in diesem Topf gebacken habe. Von daher war ich von dem Ergebnis wirklich sehr überrascht. Also ich klopfe jetzt auf das Brot drauf und wenn das so richtig schön hohl klingt und die Kruste sich richtig knusprig anfühlt, dann ist das Brot fertig. Ich habe das jetzt insgesamt 50 Minuten im Ofen gehabt, 30 Minuten mit Deckel und 20 ohne. Sieht das lecker aus? Ja. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal unten auf Like klicken würdest und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich freue mich wirklich sehr über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Schau doch auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Sicherlich ist auch etwas Interessantes für dich dabei. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Zeit bis dahin. Tschüss!